So, liebe Leute, das war mir jetzt doch in Magdeburg mal wieder eine Entlassung zu viel. Ich muss doch jetzt mal irgendwie wieder irgendwo ankommen. Ansonsten schimpfen die Leute am Ende, dass ich doch die Karriere hätte beenden sollen, als die Ärzte es mir empfohlen haben. Aber wir haben jetzt hier noch 5 Spiele, den Klassenerhalt zu schaffen. Und das heißt ja auch nicht, dass wir beim Abstieg, dass ich dann gefeuert würde, wobei ich ja gesagt habe, ich gehe nicht in die dritte Liga. Habe ich auch nicht vor. Wir werden den Klassenerhalt hier schaffen und dann in Braunschweig. Das ist auch eine schöne Story, meine allererste Station, da jetzt was aufbauen. Campos ist wieder spielbar oder einsatzfähig. Das ist natürlich ein Name mit Historie, auch was meine Person angeht. Jorge Campos. Campos ist nur ein Teil seines Nachnamens. So, der ist am Start. Ansonsten muss ich hier mal wieder den Motivator geben. Wir spielen beim HSV. Wir trainieren mal ein bisschen. Konditionell sind wir gut. Wir sind nicht so frisch. Wir trainieren mal ein bisschen. Ah nein, wir trainieren die Technik. Ich führe weitere Einzelgespräche. Leider Punkte verschwendet und verschenkt am letzten Spieltag. So, die können mein Gelaber vielleicht schon nicht mehr hören, aber einige werden ja hier mit Lob überschüttet, aber auch nicht alle. So, Champions und Euroleague Rückspiele, viele, viele Tore hier. So, im Champions League Finale, das ist ja knapp hier. Also, Athletic Bilbao setzt sich auf jeden Fall gegen Man United durch und AS Rom gewinnt mit 0:1. Na, Olympique Marseille ist weiter. Marseille gegen Bilbao und in der Euroleague sehen wir im Finale Angers gegen Dynamo Kiew. Angers, die sind auch oft im Finale dabei. Frankreich greift hier nach einem Doppeltitel. Das ist auch schon öfters getan. Oder Ehespieler Slavisa Kerger wurde beim Raubkopieren von initiierten Spielen erwischt, als er auf eine Zeitungsanzeige geantwortet hat. Er wird zu einem Monatsgehalt Strafe verdonnert. Das ist kein April-Scherz. Ich dachte, es wäre ein April-Scherz, aber es ist ja schon Ende April. Im Jahr 2067 haben Leute das noch nötig. Dann bin ja selbst ich technisch. Oder was heißt technisch? Finanziell. Das hat auch ein Profifußballer nicht nötig hier. So, der Mertens ist nicht einsatzbereit. Ansonsten sind hier alle am Start. Auswärts spielen wir aber auf Konter. Das mache ich jetzt so. Das will ich so. Torwart offensiv. Nein. Obwohl, der Torwart lasse ich jetzt offensiv. Obwohl, nein, nicht. So, Ansprache schenke ich mir 14.000 Zuschauer, 800 Gästefans, der 6. gegen den 15. HSV ist im Aufstiegsrennen dabei. Dirk Nowitzki tippt 2:4 auf uns. So, gibt's den ersten Sieg. Auch haben wir hier 5 Spieler, es ist eine enge Liga. So, Kaiser sieht gelb wegen Meckerns. Eckball für den HSV von der rechten Seite. González schlägt immer auf den kurzen Pfosten. Ich weiß gerade gar nicht so ganz recht, was ich sagen soll. Es ist noch viel offen, aber ein Abstieg wäre natürlich eine Katastrophe direkt. So, Zieles ist mit der Fußspitze am Ball. Man kommt auch jetzt. Grete wäre ein bisschen unter Druck nach den Entlassungen. Und wir liegen schon wieder hinten. Singerl hat keine Chance. Magomed Zieles mit dem 1:0 für den HSV. Oh Mann, Junior legt flach zurück. Dass wir hier direkt ein Endspiel gegen Wiesbaden bekommen. Ich glaube nächste Woche, ne? Oder englische Woche. Was ist das dann? Branchino wird von Kerger Rüde gefoult und er gibt gelb. Der Schiedsrichter Petersen. Kerger sieht gelb. Direkter Freistoß für den HSV von links. 19 Meter Torentfernung. Ich meine, ich habe auch noch kaum Zeit gehabt, mich hier zu akklimatisieren in Braunschweig, aber die Zeit ist auch nicht. Als Feuerwehrmann hat man die Zeit nicht. Da muss man selber wie so eine 5-Minuten-Terrine sofort heiß sein. McGuckin sieht gelb. Zinkowski gegen Garnier. Garnier gewinnt den Zweikampf. Ah, Leute. Wir liegen 1:0 hinten. Ein umkämpftes Spiel. Viele gelbe Karten. Das habe ich auch so gefordert. Karacic kriegt Kritik ab, gelobt Besserung. Wir wenigstens einen Punkt mitnehmen. Einwurf durch Junior. Diese raue Spielweise, ob die uns hilft, müssen wir sehen. Zingale fängt den Ball locker. So. Mastrangelo wird von Junior attackiert, spielt nach hinten. Wir haben hier eine Chance. Karacic läuft noch ein paar Schritte mit dem Ball, schlägt den Ball nach vorne. Kopfballduell, Mastrangelo und Kaiser gegen Junior. 2 gegen 1. Junior kann sich 1 gegen 2 durchsetzen. So, dann kommt jetzt Flanagan für Kaiser. Formation ein bisschen ändern. So. Und wir stellen auf kontrollierte Offensive und auch den Einsatz ein bisschen hoch. Einsatz. Noch 20 Minuten zu spielen. Karacic
Immer noch nicht gut, deswegen kommt Maas für ihn rein. Viertelstunde. Jens Lewis sieht gelb wegen Meckerns. Jens reicht's. So, offensiv und Einsatz hoch. Ochihaba stoppt den Ball, spielt auf rechts. Wiesbaden führt, das ist natürlich jetzt Gift. Lamprecht auf Garnier, der stoppt den Ball, sieht keinen freien Mitspieler, läuft erstmal zurück. Punktgleich mit Wiesbaden wäre auch schwierig bei unserer Torbilanz, Tordifferenz. González legt nach innen auf, Ochihaba kann immer ungestört mitnehmen, spielt nach rechts. Garnier auf González, der nimmt den Ball mit. Das ist nicht unser ehemaliger González von Schalke, Ochihaba. Weil González natürlich ein Allerweltsname ist. Hier Ochihaba legt nach innen auf. Hier Hexel kommt frei zum Schuss. Um Haaresbreite vorbei. So, 10 Minuten noch. Können wir wenigstens einen Punkt entführen. Graham kommt für Brekalo. Und wir verlieren leider mit 1-0 beim HSV. Zahlen 26.000 Euro Prämie. Zill ist der beste Spieler, Spielkonjunktur 5. Schwachschiedsrichter Petersen war der beste Mann auf Platz. Wir bleiben auf Platz 15 und haben jetzt richtig Probleme, weil wir haben 3 Punkte Rückstand auf Wiesbaden, 4 Punkte Rückstand auf Burghausen. Münster gewinnt 1-0 gegen Stuttgart. Burghausen spielt 2-2 gegen Rostock. Die können damit auch den Abstand zu uns um einen Punkt ausbauen. Wiesbaden gewinnt 2-1 gegen Dortmund. Die können 3 Punkte ausbauen. Vor allem, wir haben ja, wie gesagt, eine Tordifferenz. Die von Burghausen, die können wir vielleicht noch erreichen. Ja gut, in 4 Spielen ist noch viel möglich. Aber ist schwierig, wenn wir so zahnlos in der Offensive sind. Wir verlieren 1-0 beim HSV. Frankfurt gewinnt 3-0 gegen Bayreuth. Bayreuth ist noch nicht ganz abgestiegen. Die haben 15. Nee, doch, die sind abgestiegen. Es sind ja nur noch 4 Spiele. Bayreuth ist abgestiegen. Wann haben die eigentlich zuletzt gewonnen? Viktoria Köln gewinnt 1-0 gegen den 1. FC Köln. Brisant, damit holen sie sich auch Platz 3. Bochum spielt 3-3 gegen Cottbus. Magdeburg verliert 0-1 gegen Wolfsburg. Und Haching gewinnt 1-0 gegen Osnabrück. Magdeburg kann es auch fast vergessen mit dem Aufstieg. 7 Punkte Rückstand. Stehen auf Platz 9. Frankfurt ist aufgestiegen. Ansonsten bleibt es verdammt eng. In der Elf des Tages niemand von uns. Wir müssen was für die Offensive tun. Wir müssen ein bisschen mehr auf Sieg spielen beim nächsten Mal. So, wir spielen gegen Wiesbaden. Das ist das absolute 6-Punkte-Spiel. Karadzic verbessert sich auch in der Kategorie. Flanken wird jetzt hier mal direkt eingespannt. Dann hier bei den... Ah, ist hier sowieso schon... Also, Vorstand ist sehr pissig. Die schmeißen mich nicht noch raus. So, 720.000 Euro verloren. Die Fans kriegen 500 Karten hier. Und wir spielen halt auch noch gegen Eintracht Frankfurt. Also die sind halt auch schon durch. Wir trainieren mal die Standardsituation. Die Gespräche lasse ich mal, dass sie mein Gelaber nicht mehr hören können. Wir spielen gegen Wiesbaden, ultimative 6-Punkte-Spiel. Lass den Co-Trainer nochmal bauen. Ja, der baut was Ähnliches, aber mit anderer Besetzung. Campos, das ist natürlich ein Name, der hier, wie gesagt, viel wert ist. Der geht auch bei... Ah, nee, muss ich gar nicht sagen. Ja, so machen wir das. Zu Hause nicht auf Konter kontrolliert, offensiv. Und da gibt es jetzt auch eine Sondersiegprämie. Wir haben ja Kohle von 3.000 Euro. Einsatz erhöht. Ich sag's nochmal. Hier geht es um 6 Punkte. Und wenn ich richtig überlege, wäre dann Sieg, ja? Wäre dann Sieg besser als ein Unentschieden. Ja, wenn wir hier gewinnen, dann sind wir punkttechnisch zumindest gleichgezogen. Und dann sind ja auch noch 3 Spiele. So, die Motivationsfähigkeit lässt zu wünschen übrig. Oh, noch 2. Ja, noch 3 Spiele. 7.444 Zuschauer. Birgit Prinz tippt 3-3. Nur 100 Gästefans. Los! Wir brauchen den ersten Sieg unter meiner Regie hier. Wir können uns jetzt nicht mehr verstecken. BBD sieht gelb. Cherry sieht gelb. Ein Schubser. Wilkinson sieht auch gelb. Das ist Abstiegskampf pur hier. Oh Mann. Passiert hier noch was? Kopfball Graham in die Wolken. In die Wolken. Es steht 0-0 zur Halbzeit. Das ist ja wie in Magdeburg. So, Einzelgespräch. Zingerle bekommt ein Lob. Sehr stolz darüber. Hey, Leute, wir tun was für die Tordifferenz. Ist doch logisch. Oder? Verlieren darf man das Spiel auf gar keinen Fall, aber ein Unentschieden ist auch zu wenig. Müssen mehr Mut zeigen. Hier, Kaiser. Pass in den Strafraum. Graham bringt den Ball unter Kontrolle. An der Strafraumecke wird von Deloa bedrängt. Setzt sich energisch durch. Wunderbare Flanke in den Fünfer. Kaiser entkommt schiftig und springt. Und aber er segelt am Ball vorbei. Und Meiler pflückt ihn runter.
die Sondersiegprämie sich jetzt holen. So, Sapai kann den Ball ungestört mitnehmen, spielt nach rechts. Burghausen, da steht es unentschieden. Molaktis. Aber wenn wir hier nicht die eigenen Spiele gewinnen, dann brauchen wir auch gar nicht gucken, was die anderen machen. Sapai. Cherry schießt, tritt in den Boden, der Ball rollt in den Strafraum. T nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an und passt auf Cherry, der ist völlig frei und kein Abseits. Cherry zieht ab, klar vorbei. Puhuhu, einmal Schweiß von der Stirn wischen. Graham gegen Mack ist Leroy, den haben wir doch neulich erst gesehen. Der Name bleibt im Gedächtnis, 19 Meter vor dem Tor, kein Abseits. Mestrangelo nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor in der Fünferlinie an und Chivci grätscht ihm den Ball vom Fuß. Oh Mann, ist das wieder spannend hier. So, ich bringe Flanagan für Kaiser. Karacic stoppt den Ball, geht zum Mittelkreis. Aber passiert nichts. Wilkinson geht runter, Vukanac kommt für ihn. Mastrangelo gegen Sapai. Der gewinnt den Zweikampf. Wollen wir jetzt hier volles Risiko gehen? Ich denke, das sollten wir tun. So, volle Offensive. Was machen wir jetzt hier? Bakakis kommt für Karacic. Der Bakalots spielt schlecht, aber wir haben jetzt keine Alternative. So, macht was, Leute. Gelbe Karte für Bakakis wegen Linienrichterbeleidigung. Viele Karten gibt es hier zu sehen. Und nochmal Sigbossen gegen Bakalots. Versucht ihn zu tunneln, aber Bakalots ist auf dem Posten. Ja, gut, dass ich ihn nicht runtergenommen habe. Wir spielen 0-0 gegen Wiesbaden in einem 6-Punkte-Spiel. Ist das zu wenig? Wir waren zumindest den Abstand auf Wiesbaden, aber wir konnten auch nicht gleich ziehen. Und irgendwann laufen uns jetzt auch die Spiele davon. Wir haben schon wieder nicht gewonnen, schon wieder kein Tor geschossen. 184.000 Euro eingenommen, 29.000 Euro Prämie bezahlt. Der Punkt ist für Wiesbaden mehr wert als für uns. Hoffen, dass zumindest Burghausen verloren hat. So, Osmas war der beste Mann, der Schiedsrichter, Zingerle, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 5. Wir spielen 0-0 gegen Wiesbaden. Stuttgart gewinnt 1-0 gegen Frankfurt. Bayreuth verliert 0-2 gegen Bochum. Osnabrück mit dem 0-0 gegen Magdeburg. SFC Köln gewinnt 3-1 gegen Münster. Burghausen gewinnt 6-2 gegen Viktoria. Ist natürlich jetzt auch Gift für die Atmosphäre. Wolfsburg gewinnt 2-0 gegen Unterhaching. Gegen die spielen wir auch noch. Die können. Ah, es wird auch eng. Cottbus 1-1 gegen Dortmund und Rostock gewinnt 2-1 gegen den HSV. So, Frankfurt ist weg. Ansonsten ist es eng. Rostock 53, Wolfsburg 52, Bochum 52, Viktoria 49, HSV 48, Stuttgart 48. Wir haben 32. Osnabrück hat 28, Cottbus hat 26, Bayreuth hat 19, Wiesbaden hat 35, Burghausen hat 38 und Haring hat 39. Alle anderen können wir sowieso nicht mehr erreichen. Es sind nur noch 3 Spiele. In der Elf des Tages zumindest unser Torhüter Zingerle. Wir spielen jetzt zu Gast beim Tabellenführer, die natürlich mit Abstand die stärkste Mannschaft der Liga sind. Aber wir müssen jetzt mit dem Mut der Verzweiflung hier hoffen, dass wir hier eine Überraschung holen können. Sondersiegprämie wird erhöht. Der Abstieg wäre teurer, 5.000 Euro. Wir haben hier viele Flankenexperten, deswegen sage ich jetzt einfach mal, versucht es mit hohen Flanken. Man muss ja auch mal was anders machen. So, wir spielen offensiv. Ergreift von Anfang an die Initiative, Jungs. Ihr müsst so spielen, dass die Fans das nächste Spiel nicht mehr erwarten können. Diese drögen Nullnummern, die sind nicht... Die sind fehl am Platz hier im Abstiegskampf. So, ihr Motivationsfähigkeit lässt noch zu wünschen übrig. Man, wenn wir uns jetzt hier abschießen lassen, dann zumindest... Ja, wir wollen zumindest alles versucht haben, so. Wir wollen uns hier nicht abschießen lassen. Wird auch nicht passieren. So, 24.800 Zuschauer, 1.300 Gästefans. Günther Jauchtipp, 13-2 auf Frankfurt. Natürlich auch die Frage, ob man dann ins offene Messer läuft, ob das taktisch klug ist. Aber ich denke, wir sollten jetzt hier nicht uns am Ende vorwerfen lassen, dass wir zu feige waren. So, holpriger Platzzustand. Feuer frei. Auf Schützenhilfe müssen wir natürlich trotzdem hoffen. Hier passiert nicht viel. Eckball jetzt für Frankfurt von rechts. Bei Burghausen steht es unentschieden. Wiesbaden auch. So, Burger schüttelt sein Schussbein aus. Die Frankfurter sind schon längst durch. Ob das jetzt gut für uns ist oder nicht, müssen wir sehen. Wilkinson kann klären. Glattrot für Ikonomu. Wir haben jetzt knapp eine Stunde Überzahl. Einen Mann mehr und ein Eckball für uns von links.
Und zumindest 0 zu 0, meinen Punkt wäre hier zu wenig, aber wir sind jetzt in Überzahl. Jetzt müssen wir irgendwie Blut lecken. So Leute, macht sie fertig. An sich war das natürlich eine gute Leistung, aber offensiv natürlich auch viel zu zahnlos. Aber wir haben jetzt einen Mann mehr, das ist eine große Chance. So, Flanagan kommt für Kaiser. Und Standardwechsel jetzt schon. Wir machen zu wenig, aber wir spielen halt auch gegen eine starke Truppe hier. Die Bank ist auch ein bisschen einseitig bestückt hier. So, Wiesbaden steht unentschieden, bei Burghausen auch. Ja. Dann kommt mal Berra für Luis. Ein Freistoßexperte. Und Flanagan geht auf die 10 und Oyo kommt für Mastrangelo. So, geht hier noch was? Geht hier noch was? Indirekter Freistoß. Wir haben noch Freistoß-Expertin hier. 27 Meter. Das wäre jetzt nochmal ein Big Point hier zu treffen. Berra, Graham versucht den Ball um die Mauer zu drehen. Schöner Schuss mit viel Schnitt. Der Ball streift das Lattenkreuz. Oh, das war die dicke Chance. Und wir spielen schon wieder 0-0. Meinen beim Tabellenführer nicht verkehrt, aber vielleicht auch zu wenig. Hoffen, dass jetzt die anderen zumindest verloren haben. Aber ich glaube, da sah es auch nach Remis aus. Zahlen 29.000 Euro. Isigne der beste Spieler. Schiedsrichter Schlager war der beste Mann auf dem Platz. Spiel bekommt die Note 6. Miserabel. Zumindest die Defensive ist stabil. Ich glaube, die Schützenhilfe haben wir hier nicht bekommen. Frankfurt spielt 0-0 gegen uns. Unterharing spielt 1-1 gegen den 1. FC Köln. Münster mit dem 3-1 Sieg gegen Osnabrück. Viktoria Köln verliert 0-1 gegen Cottbus. Magdeburg gewinnt 1-0 gegen Bayreuth. Bochum gewinnt 3-1 gegen Stuttgart. Der HSV spielt 1-1 gegen Burghausen. Dortmund spielt 1-1 gegen Wolfsburg. Und Wiesbaden spielt 0-0 gegen Rostock. Der Abstand bleibt und es sind nur noch zwei Spiele. Das ist dann natürlich echt schwierig. Im Aufstiegsrennen. Magdeburg kann es nicht mehr schaffen. Alle über Magdeburg können es noch theoretisch schaffen. Aber der Kreis wird kleiner in der Hälfte des Tages. McGuckin, Wilkinson und Karacic. Die Defensive war gut. Wir waren im bestbesuchten Stadion und war eine gute Leistung. Aber hier und heute für das, was wir brauchen, war es zu wenig. Schmidt von Halle nach Vallecano. Es wird immer enger. Jorge Campos mit einem Länderspiel für Portugal. So, wir spielen gegen Unterharing. Das kann man als 6-Punkte-Spiel bezeichnen an sich, obwohl wir Unterharing nicht mehr erreichen können. Die sind schon weg. Die haben 7 Punkte Vorsprung. Dennoch ist das ein Spiel, was wir gewinnen müssen. Wir brauchen jetzt unbedingt einen Dreier. Das ist ein Spiel, das kann man auch gewinnen. Und dann am letzten Spiel, da spielen wir noch gegen Viktoria. Die spielen noch voll um den Aufstieg mit. Boah, gucken wir mal in die anderen Ligen. Berliner AK ist fast durch. 6 Punkte Vorsprung vor Zwickau und vor Reden. Ansonsten Hannover. Paderborn versuchen es auch noch im Abstiegsrennen. Babelsberg, Meuselwitz, St. Pauli und Bremen. Bremen, wenn die Lizenz nicht zurückbekommen, sind weg. Pauli ist weg. Meuselwitz ist weg. Und Babelsberg fightet noch. 2 Punkte Rückstand auf Rödinghausen, Norderstedt. 4 Punkte Rückstand auf Nordhausen, Uerdingen, Leverkusen. Da ist noch nicht alles entschieden. Regionalliga Süd, da ist auch noch nichts entschieden. Oben haben wir Mainz 2, Heidenheim, Nürnberg, Hoffenheim 2, Augsburg 2. Ah doch, da sieht es schon relativ gut aus aufgrund der ganzen zweiten Mannschaften. Offenbach könnte es theoretisch noch schaffen. Heidenheim ist schon aufgestiegen. So, Glückwunsch im Abstiegsrennen. Homburg ist abgestiegen. Groß Aspach fast, noch nicht ganz. 1860, Mannheim, Waldorf, Aue, die fighten noch und auch noch ein paar andere. Bundesliga, Augsburg, 1 Punkt Vorsprung auf Düsseldorf. Augsburg ist Tabellenführer, Düsseldorf Zweiter. Dahinter Bielefeld, Bayern, Würzburg, Leipzig. Im Abstiegsrennen Darmstadt ist abgestiegen, Hoffenheim ist abgestiegen, ansonsten Mainz fightet noch gegen Gladbach, Freiburg, Ingolstadt, Schalke. So, wir müssen jetzt erstmal auf uns selber gucken, dass der Campos jetzt hier Länderspieler hat, das passt mir gerade gar nicht. So, wir sollten mal Regeneration trainieren, wir jetzt hier nicht. Trainieren gemischt, wollen hier nichts unversucht lassen, Gespräche spare ich mir dann auch nicht, Gespräche werden geführt. Die Defensive funktioniert, aber die Offensive nicht. Haben wir hier vielleicht in der Amateurmannschaft noch? Ah, auch eher.
Ja, ein offensiver Mittelfeldspieler, aber. Steintor Hughes. Oh Mann. Na, wir versuchen es mit den Leuten, die wir hier haben. Zumindest die Defensive funktioniert. Aber wir müssen halt mal Tore schießen, sonst wird das schwierig. Vielleicht können wir jetzt hier an diesem Spieltag schon absteigen. Deutschland gewinnt 1-0 gegen Island. Können wir mit Sicherheit. Aber wir wollen es verhindern. Flanagan und Veseli prallen beim Kopfballduell mit beiden Köpfen zusammen. Den beiden brummt ganz schön in der Schädel. Eieiei, ich hoffe, dass sie jetzt nicht beide eine Gehirnerschütterung haben. Nee. Mertens ist noch angeschlagen. Ansonsten müssen wir die Bank ein bisschen anders bestücken. Nicht nur Verteidiger dahinsetzen. Ein paar Stürmer auf der Bank. Ja, ansonsten ändern wir erstmal nichts. Gegen Unterharing müssen wir unbedingt gewinnen. Das ist ein gewinnbares Spiel, auch wenn wir Unterharing nicht mehr erreichen können. Volle Offensive, voller Einsatz, Sondersiegprämie. Ich sage jetzt einfach, schießt aus allen Lagen. Torwart offensiv, ja. Mit Risiko. Wenn ich mir die letzten Spiele anschaue, dann hat sich unser Sturm wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Das muss heute besser werden. Die Spieler haben die Ansprache verstanden. 7500 Zuschauer, 145 Gästefans. Hier müssen wir gewinnen, sonst wird's düster. Berdy Fuchs tippt 2-2. Die Defensive deswegen aber nicht vernachlässigen. So. Ich habe schon mal ein Tor gesehen. Nicht viele. Seitig, oh, wir liegen hinten. Martin Ort mit dem 1-0 für Unterharing. Jim Kölle mit dem Assist. Oh, Leute. Opoku mit dem Einwurf. Weit in den Strafraum. Wilkinson hat aufgepasst. Köpfchen war das hier gefahren. So, ja, aber wir müssen ja sowieso Tore schießen. Von daher Mastrangelo gegen Opoku. Der gewinnt den Zweikampf. Kaiser nimmt den Ball in Ruhe mit. Geht zum Mittelkreis. Kaiser passt direkt vor den Strafraum. Graham sieht kein Durchkommen. Schießt doch einfach mal. Spielt erstmal zurück. Kaiser sieht, dass Batz zu weit vor seinem Kasten steht. Traut sich nicht zu schießen. Oh, Leute. Spielt auf links. Karadzic läuft Richtung Strafraum, nimmt den Ball mit, schießt. Ein Meter vorbei. Zumindest mal ein Versuch. Wir liegen hinten. Natürlich bitter. So, Graham bekommt Kritik. Lob Besserung. Aufwachen, meine Herren. Wir liegen immer noch hinten. Ich bringe Brekalo für Bacalords. Gelbe Karte für Acevedo. Gelbe Karte für Lewis. Flanagan kommt für Kaiser. Oh Leute, Karadzic stoppt den Ball. Stand jetzt, wären wir abgestiegen. Graham macht ein kleines Tänzchen vor Suchek, dribbelt ihm einen Knoten in die Beine und ist vorbei. So wie bei den Looney Tunes hier. Karadzic kann den Ball nicht sauber stoppen. Ja, das ist wie in der Kreisliga hier. Vera kommt für Lewis. Dreimal gewechselt. Ist das jetzt hier und heute der Abstieg? Flanagan, 25 Meter vor dem Tor, kommt an den Ball. Überläuft Acevedo, zieht ab, genau auf den Keeper. Und der packt sich ja zu. Und Karadzic mit dem Ausgleich. Oh Mann, und wir spielen 1-1. Haben wir damit zumindest den Abstieg nochmal abgewehrt. Wir spielen 1-1 gegen Unterhaching. 197.000 Euro eingenommen. 29.000 Euro Prämie bezahlt. Karadzic, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 3. Ganz nett. Nein, wir sind abgestiegen. Wir sind abgestiegen. Oh Mann. Im Moment läuft es bei mir in meiner Karriere gar nicht. Von einem Unglück zum nächsten hier. Ergebnistechnisch zumindest. Das ist der Abstieg. Ich habe gesagt, ich gehe nicht in die Regionalliga. Aber wenn sie mich jetzt nicht rausschmeißen, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Ich will nicht schon wieder gehen. Und vielleicht habe ich es auch mal verdient, mal wieder in die dritte Liga zu gehen. Ich hatte gedacht, das hätte ich nicht mehr nötig. Aber vielleicht war das ein Fehler. Ja, wir sind hier und heute abgestiegen. Ich meine, ich kann mir den Abstiegsschuh nicht komplett anziehen. Ich bin ja erst seit ein paar Wochen hier, aber ich habe seitdem auch noch kein einziges Spiel gewonnen. Von daher habe ich meinen Job als Feuerwehrmann nicht gemacht. Dieses Haus steht leider in Flammen. Aber man muss trotzdem bis zum Ende noch durchziehen. Vielleicht kriegt irgendwer noch Punkte abgezogen oder wer weiß.
Ja, Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Cottbus. Stuttgart gewinnt 3-2 gegen Magdeburg. Burghausen spielt 2-2 gegen Bochum. 1. FC Köln verliert 0-1 gegen Wiesbaden. Das war dann natürlich für uns ja, der Sargnagel. Der HSV verliert 0-1 gegen Frankfurt. Rostock spielt 2-2 gegen Viktoria. Osnabrück verliert 3-4 gegen Dortmund. Wir spielen 1-1 gegen Unterhaching. Bayreuth verliert 0-2 gegen Münster. Meine, wenn wir hier heute gewonnen hätten, dann wäre noch alles offen. Aber so haben wir 5 Punkte Rückstand. Auf Wiesbaden können wir nicht mehr schaffen. Zumindest kann uns auch Platz 15 nicht mehr weggenommen werden. Aber was ist das schon wert? So, im Aufstiegsrennen ist noch nichts entschieden. Stuttgart und alle darunter können es aber nicht mehr schaffen. Wolfsburg, Bochum, Rostock und Münster machen es unter sich aus. Ja, und die Absteiger stehen alle fest. Braunschweig, Cottbus, Bayreuth und Osnabrück steigen alle ab. Niemand von uns in der Elf des Tages. Dann muss ich vielleicht wirklich nochmal wieder in die dritte Liga gehen. War ich schon lange nicht mehr. Ist vielleicht mal wieder nötig. Jansen geht von Leranes nach Augsburg. Hoffen, dass ich jetzt nicht noch gefeuert werde. Habe ich überhaupt einen Drittliga-Vertrag? Will's ja hoffen. Sonst wäre es schon wieder eine kurze Station. Wir spielen gegen Viktoria Köln. Die können auch nicht mehr aufsteigen. Naja, Regionalliga Nord, da wird es für uns hingehen. Berliner AK geht in die zweite Liga. Zwickau und Reden punktgleich, Hannover ein Punkt weniger, die machen es unter sich aus. Norderstedt fightet noch gegen Leverkusen und Babelsberg und Rödinghausen um den Klassenerhalt. Regionalliga Süd, Heidenheim ist aufgestiegen und Nürnberg auch. Im Abstiegskampf 1860 ist abgestiegen, Waldorf fightet noch gegen Garching und Mannheim um den Klassenerhalt. Bundesliga, Darmstadt ist abgestiegen, Hoffenheim war abgestiegen, Gladbach fightet noch gegen Mainz, Freiburg, Ingolstadt und Schalke um den Klassenerhalt. Düsseldorf, Augsburg und Bielefeld machen die Meisterschaft unter sich aus. Düsseldorf ist Tabellenführer. Ja, ich würde zumindest mal ein Spiel noch gerne gewinnen hier. Leider ganz und gar nicht funktioniert, was ich mir gedacht hatte, aber ist das auch dem Kader geschuldet. Ja, ärgerlich. Ärgerlich. Es war absolut aus eigener Kraft zu schaffen mit dem Klassenerhalt. Ich lasse den Co-Trainer nochmal bauen. Aber wir bleiben bei diesem System. Ich meine, wir haben jetzt oft unentschieden gespielt, aber das ist dann auch zu wenig. Aber es geht ja jetzt eigentlich auch nicht viel mehr. Aber ich werde jetzt trotzdem nochmal die Besten spielen lassen. 6.200 Zuschauer. Stefan Raab tippt auf uns. Und wir gehen in Führung. Campos. Ein Name, der für Qualität steht. Karacic mit dem Assist. Mastrangelo lässt Gonzalez wie ein Anfänger stehen. Spielt Nikolic aus, dreht sich. Der Schuss macht einen harmlosen Eindruck. Mullen kommt nicht mehr dran. Wie ist der denn reingegangen? Aber wir nehmen es. Ja, jetzt ist jeder Schuss ein Treffer. Campos schon wieder mit der Torbeteiligung. Da ist er schon wieder. Nochmal einen guten Eindruck hinterlassen hier am letzten Spieltag. Und dann den Neuaufbau starten. 5-Jahres-Plan mit Schulz. So, Kerger auf Bakalorz. Der haut den Ball hoch. Was soll ich hoffe, dass die dritte. Oh, Seitfalls hier Graven. Ja, jetzt. Heute wird gezaubert. Ja, hoffe, dass die Drittliga-Verträge haben, die Spieler. Aber vielleicht ist es dann auch manchmal gut, wenn sich manche Wege dann trennen. Aber hier wird Viktoria nochmal richtig. Ja, nass gemacht. Hätten wir das doch mal an den anderen Spieltagen gezeigt. Heute geht alles. Graham bekommt Lob. Die Mannschaft bekommt Begeisterung. Sensationell. Kann man so sagen. Aber da ist der Anschluss, noch nicht der Anschlusstreffer, aber das 3-1 Sanchez. Der Torschützenkönig werden will. 17. Tor schon. Ja, dann bin ich mit zwei Vereinen gescheitert in einer Saison. Fühlt sich auch nicht gut an. Wälzel wird nicht angegriffen, zieht ab und der Keeper kommt nicht mehr dran. Und jetzt, oh, jetzt McGockin versucht auf der Linie zu klären. Bleibt mit dem Fuß im Tornetz hängen, Slapstick und muss zusehen, wie der Ball ins Tor kullert. Ja, wir verzocken jetzt auch das 3-0. Steht es nicht mehr auf einmal 3-2. Oh Mann. Das wäre natürlich auch nochmal ein Statement, ein 3-0 zu verspielen. Luis, der Jens. Dem Jens reicht's jetzt. Auf Kerger. Steilpass. Luis. Kann man nicht Burghausen nochmal 3 Punkte abziehen? Kerger gegen Ben Maghi. Geht an ihm vorbei. Kerger, wir spielen jetzt hier offensiv noch weiter. Nochmal den Fans was bieten hier.
Nochmal ein Spektakel hier, auch wenn es um nichts geht. Der Ball landet im Aus. Bringe mal Vukanac für McLovin. Pelzel nimmt den Ball mit. Der Ball springt vom Fuß ins Aus. So. Flanagan kommt für Kaiser. Karacic stoppt den Ball, legt nach innen auf. Mastrangelo gegen Gonzalez. Der stoppt ihn mit einem klaren Foul. Sascha Stegemann pfeift es. Direkter Freistoß von links für Braunschweig. 26 Meter Torentfernung. Graham schießt. Ein Schuss wie an der Schnur gezogen. Mullin hebt die Hand. Der Ball verfehlt das Tor um einen Zentimeter. Das wäre noch mal was gewesen hier. Eckball nochmal für uns von links. Nochmal ein Sieg zum Abschluss hier. Karacic deutet den Mitspielern an, dass sie aufrücken sollen. Schlägt den Ball mit Schnitt in die Mitte. Mullin kommt raus und faustet den Ball weg. Ja, so, dann kommt nochmal Bakker Kiss für Karacic. Und wir beenden die Saison zumindest mit einem Sieg noch gegen Viktoria Köln. Augsburg ist deutscher Meister. Man United, Toulouse, Bologna und Granada. Glückwunsch. So, Wälzel, der beste Spielerspiel, bekommt die Note 3 ganz nett. 43.000 Euro Prämie bezahlt. Wir beenden die Saison auf Platz 15. 37 Punkte haben wir am Ende. Magdeburg beendet die Saison auf Platz 9. Das hat dann auch nicht gereicht. Ja, Viktoria Köln 2-3 gegen Braunschweig. Dortmund gewinnt 4-0 gegen Bayreuth. Frankfurt gewinnt 5-0 gegen Burghausen. Und Haring gewinnt 2-0 gegen den HSV. Magdeburg gewinnt 1-0 gegen den 1. FC Köln. Wiesbaden verliert 1-2 gegen Osnabrück. Bochum verliert 1-2 gegen Wolfsburg. Cottbus gewinnt 5-1 gegen Stuttgart. Und Münster verliert 2-3 gegen Rostock. Frankfurt, Wolfsburg und Rostock sind aufgestiegen. Das war eine sehr enge Liga bis zum Schluss. Am Ende nicht mehr ganz so wie zwischendurch, aber ja, so. Auf den Plätzen 4 bis 14. Bochum, Münster, Stuttgart, Dortmund, Viktoria Köln, Magdeburg, HSV, 1. FC Köln, Unterhaching, Burghausen, Wiesbaden abgestiegen sind. Braunschweig, Cottbus, Osnabrück und Bayreuth. Keiner von uns hier in der Top 20. Der 11. des Tages auch nicht. Gary Martinez war hier, Torschützenkönig. Der, den ich noch kenne, oder? Hieß der so? Hieß der Gary? Ja, ich hoffe, dass ich hier noch Drittliga-Vertrag habe, dass man mit mir in die Dritte Liga gehen möchte. Aber bisher hat man mir noch nichts Gegenteiliges gesagt, auch wenn man hier nicht begeistert von mir ist. Ich würde es machen, auch wenn ich vor ein paar Wochen noch was anderes gesagt habe, aber was bleibt mir anders übrig? Mal ein ordentlicher Neuaufbau hier nochmal. Hier sind ja auch einige große Namen mit Bayer Leverkusen und, na gut, Bremen ist dann schon wieder weg, Hannover 96. Berliner AK und Zwickau sind aufgestiegen. Abgestiegen sind Norderstedt, Meuselwitz, St. Pauli und Bremen. St. Pauli und Bremen wieder weg. Bremen wegen Lizenzverlust. Bremen wäre eigentlich Neunter geworden. Ja, so ist das. Natürlich zwei attraktive Namen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir in der Regionalliga Nord spielen werden. Das wäre natürlich interessant gewesen, auf die zu treffen. So, hier sind Heidenheim und Nürnberg aufgestiegen. Zweite Mannschaften, ziemlich dominant. Abgestiegen sind Waldorf, Groß-Asbach, 1860 und Homburg. Augsburg Meister, dahinter Bielefeld, Düsseldorf hat es noch verzockt. Bayern, München, Dresden und Leipzig abgestiegen sind. Mainz, der deutsche Meister ist abgestiegen, Hoffenheim und Darmstadt. Wir waren am Ende in der Heimtabelle auf 15, in der Auswärtstabelle auf 14, Hinrundtabelle auf 14, Rückrundtabelle auf 15, erste Halbzeit 13, zweite Halbzeit 14. Wie war es denn jetzt bei Magdeburg unterm Strich? Magdeburg in der Heimtabelle auf 10, auswärts 5, Hinrunde 6, Rückrunde 10. Erste Halbzeit 2, zweite Halbzeit 15. Ja, wo waren wir eigentlich stärketechnisch? Wir waren die 13. stärkste Mannschaft, da hätte man nicht absteigen müssen. Ja, mit zwei verschiedenen Clubs gescheitert in einem Jahr. Seitdem ich auf Schalke weg bin, läuft es nicht mehr. Da muss man vielleicht auch mal den dreckigen Gang in Liga 3 gehen. Und das werde ich tun und das sehen Sie beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.